Ja, mit Tower ist sie. Tja, ne? Nein, mit Tower. Wir achten jetzt auf, jetzt muss ich aber aufpassen. Bei mit SS. Ah, push mal nicht mehr in Lane 1 so! Ist nicht gepusht. Ja, du hast meine Lasses. Okay, egal. Oh, nee. Ich kann Mitte ganken, komm mal. Kevin, ich hab wieder kein Ward mit. Ja, ich hab einen Schutz. Ah, Steven, du. Ich hab jetzt einen schwarzen Beil. Oh, hier ist ein Sovakon, ey. Da wollte ich nicht machen. Oh, ich denke, wir sollten. Ich krieg die alle. Kein Problem. Du vor allem. Oh, Zeug. Kriegen wir dann. Ich werde mal kurz mit dir. Ah, wo bin ich? Tank ich den Tower? Nein. Oh, ich tank. Wo bin ich? Oh, da. Ich verliere mal leicht die Übersicht. Au. Good job. Ah, das war meiner. Ups. Okay, ich dachte, er hat jetzt irgendwie Lars ausgewählt, das wäre ganz schön gewesen, dann wäre er mitten in meiner Burst Range. Wollen wir nicht auf Soraka gehen irgendwie? So? Nee, nee, wir sind alle low, low. Oh, oh, die Pentakill. Ja, mit dem letzten Tick. Natürlich! Felix, das ist ein Felix. Ihr uns. Ah. Absolut keine Wahl. Oh Mann, das war mal. Ich nehme unseren Blue-Buff. Machen wir hin, Steven? Ich hab genug Burst eigentlich. Hat jemand, kann jemand mir Vision geben? Ich hab jetzt Ulti. Okay, jetzt noch da, dann nehmen wir dir, Steven. Okay. Guti. Ist übrigens auch gut zu sehen, dieses Video vielleicht für mehr Nahkampf mit Laner. Ich wurde gefragt, ob Ari ein guter Midlaner ist und ich denke, da könnten wir mal unsere Empfehlungen aussprechen. Ich habe gesagt, Ari ist ein starker Midlaner, wenn man sie spielen kann. Und im Moment, also du musst halt deinen Taunt treffen, ne? Oder Charm oder wie das Ding heißt. Und tja, sie ein bisschen darauf. Wenn du sie spielen kannst, ist sie eine der besten, würde ich im Moment sagen. Ja, vor allem sie kann sehr gut entkommen mit ihrer Ulti. Ja. Abkriegszeit ist. Also ich würde sagen, wir haben jetzt den 5. März. Sagen da zu diesem Zeitpunkt, ich habe jetzt geschrieben, Ari ist gut. Kennen ist gut. Kennen auch als AD ist und jetzt alles gut. Ja, aber vor allem als AP finde ich ihn auch ganz gut. Und ich habe noch Kassi, habe ich geschrieben, ist noch ganz okay. Karte ist inzwischen auch gut. Ja, Karte ist auch natürlich. Morgana. Den habe ich jetzt vergessen. Und ich habe noch Mordekaiser geschrieben. Ich meine, er wird, ich finde, er ist ein bisschen unterstützt jetzt. Der Nerf, er hat ja wieder einen Buff bekommen. Und ich finde, dass er ist wieder spielbar. Ich habe auch noch ein Gameplay, das wir vorher hochladen werden. Okay, Lars, lass mal reingehen. Ich finde Mordekaiser auch relativ stark. Ja, ist nicht, dass ich hier bin. Toplane sind 2 SS. Hast du Ulti? Dieser Damage, Digga, dieser Damage. Kevin, wir sind das alles. Ja, ich hab grad ein bisschen Angst, dass hier welche stehen, weil er die so. Deppi, und das alles ohne Kleid tritt. Creme. Komm, bist du näher zu dir? Au. Nein! Wow, wow, wow! Unentschlossenheit führt zur Niederlage. Sehr gut, Dragon Timer ist für ungefähr 20 Sekunden oder so. Ja. Dann ist er wieder ab. Also, am besten mal. Das sollten wir direkt nehmen. Ohne
Alter, wie geil war das denn gerade? Ehrlich. Einverstanden. Wie mir war der zweite da? Ja, hier war nur Akali. Nee, nicht Akali. Ja, wir jetzt auch. Ach, war sein Klon da oder was? Genau. Gut, ich hätte nur auf die Minimap geschaut und irgendwie zwei rote Kreise gesehen. Ja, ich bin auf dem Weg. Ja. Das ist dein Blue sogar. Nee, ich hab einen, also denke ich eher nicht. Können wir die Soraka, die Overextend? Da kommt Lysinga. Ah, wir sollten. Dann kickt mein Bruder in die S. Ah, mein Bruder bleibt wie Singer. Habt ihr es eigentlich gefragt wegen Gamescom? Lass mal alle Top denken. Komm, genau. Alter, das Feeling muss richtig dumm sein jetzt. Los, alle Top, den richtig fetzen, der wird zu flamen. Aber ich will jetzt nicht mal Ulti essen. Nee, müssen wir auch nicht. Nee, ich hab jetzt. Perfekte Vorlage. Oh, jetzt sitzt jetzt. Bob. 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 Los, Tower. Jetzt auch ich Shut an. Oh, Genuti! Meine Magieresistenz war erhöht. Oh. Also wir können. Oh Mann, dieser Knopf. Ich hätte Ulti machen können. Ich kann Ulti und dann auf die Ash. Wollen wir? Wollen wir? Ja. Oh. Wow, dieser Yi. Dieser Damage. Dieser Yi. Tötet den fucking Yi. Oh. Oh, Crit. Wow. Der I, Alter. API. Ja, das ist schon hat uns gerade richtig gefällt. Ja, der hat mich gekillt, das war doch. Oh, wow, der Damage. Ey, der Black Cleaver, wie aggro ist das denn? Oh, lol. Lol. Bad Damage, Digga. Bad Damage. Oh ja, schön Legendary, das ist doch gut. Ah, das tut gut. Steven, immer wenn ich aufnehme, du stehst eigentlich ganz gut. Die sehen nie, dass du sonst immer face und rumtrollst und immer 018 gehst und so. Sicher. 019 ging er noch neulich. Ach ja, 019. Geh im Koop, ne? Achso, ne, hab ich gerade verwechselt. Ja, ich dachte. Oh fuck, Alter, der kann das auch sehen. Ja und? Ah, oh, was du und so? Meine Minions. Jo und? Jo. Ich brauch dringend Blutdürste-Aufladung. Der Mutter braucht einen jetzt. Wie wann ist denn jetzt eigentlich, wenn... Oh, schon vorbei. Ja, das war's von diesem Let's Play und... Oh, da hab ich den Minion. Fuck! Ey, was geben die jetzt auf? Irgendwie geben die dauernd auf, wenn wir spielen. Ich glaube, die drei Spiele, die ich hochgestellt haben, wurden fast alle aufgegeben. Ich glaube, die wurden alle aufgegeben. Naja, auf jeden Fall war es das von Akali Gameplay. Ich hoffe, es hat euch gefallen und nicht zu sehr geleckt. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder beim nächsten Part. Ihr könnt, wenn euch das Video gefallen hat, mir einen Daumen nach oben geben, ein Abo dalassen oder das Video favorisieren, auf Twitter teilen, auf Facebook posten und auf Google Plus, da bin ich noch nicht mal. Egal. Also Leute, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao. Das Leben entgleitet. Willkommen in der Kluft der Beschwörer. Begrüßt das Unvermeidliche.